So, ich lese Stiftung Warentest, Augen, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und das Kapitel heißt Augen und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe bzw. Wirkstoffgruppen. Und dem Alphabet nach bin ich angekommen bei Antibiotika und Glukokortikoide. Das sind Augensalben und Augentropfen und die sind alle rot bewertet. Wenig geeignet bei bakteriellen Augeninfektionen. Nicht sinnvolle Kombination. Ich lese vor. Antibiotika und Glukokortikoide in Klammern Augensalben, Augentropfen, Klammer zu. In diesen Präparaten sind ein oder zwei Antibiotika und ein Glukokortikoid miteinander kombiniert. Gentamicin und Dexamethason. Neomycin und Dexamethason, Neomycin, Polymyxin B und Dexamethason, Oxytetracyclin und Dexamethason, Oxytetracyclin und Prednisolon und Sulfacetamid und Prednisolon, die Bewertung rot, wenig geeignet bei bakteriellen Augeninfektionen, nicht sinnvolle Kombination. Der erläuternde Text. Bei bakteriellen Infektionen wird eine solche festgelegte Kombination als wenig geeignet angesehen, weil bei bakteriellen Infekten nur ein Antibiotikum notwendig ist. Darüber hinaus bremst der Glukokortikoidanteil die körpereigene Keimabwehr, sodass Infektionen durch Pilze und Viren leichter Fuß fassen können. Das Antibiotikum Gentamycin wirkt gegen viele Bakterienarten, die bei Augenerkrankungen eine Rolle spielen. Neomycin und Polymyxin bekämpfen hingegen nur eine spezielle Gruppe von Erregern. Oxytetracyclin richtet sich vorwiegend gegen Chlamydien. Sulfacetamid gilt zur Anwendung im Auge als überholt. Wichtig zu wissen: Medikamente mit Oxytetracyclin machen die Haut empfindlicher für Sonnenlicht. Während der Behandlung sollten Sie keine Sonnenbäder nehmen. Wenn glukokortikoidhaltige Augentropfen länger als 4 Wochen werden glukokortikoidhaltige Augentropfen länger als 4 Wochen angewendet, kann sich eine Linsentrübung entwickeln, die Ihre Sehfähigkeit verändert. Während oder unmittelbar nach der Behandlung mit Antibiotika kann sich eine neue Infektion entwickeln, die durch Pilze ausgelöst wurde und durch Erreger, die gegen das verwendete Antibiotikum resistent sind. In seltenen Fällen können Glukokortikoide den Augeninnendruck so erhöhen, dass es zu einem Glaukomanfall kommen kann. Symptome sind gerötete, schmerzende Augen, ungewohnt starke Kopfschmerzen, geweitete Pupillen, sich hart anfühlende Augäpfel und Sehstörungen. Suchen Sie dann sofort einen Arzt auf oder rufen Sie den Notarzt. Sie können erblinden. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei Kindern unter 14 Jahren, die Glukokortikoide länger als 4 Wochen am Auge anwenden, ist das Risiko einer Linsentrübung besonders groß.
Gispadex-Comp-Punkt sollte bei Kindern unter 3 Jahren nicht angewendet werden. Das gilt bei oxytetrazyklinhaltigen Augenzubereitungen für Kinder unter 8 Jahren. Obwohl der Wirkstoff niedrig dosiert ist, sollte berücksichtigt werden, dass er die Zahnentwicklung beeinträchtigen kann und gegebenenfalls ein Alternativprodukt ausgewählt werden. So, das lese ich nochmal vor. Obwohl der Wirkstoff niedrig dosiert ist, sollte berücksichtigt werden, dass er die Zahnentwicklung beeinträchtigen kann und gegebenenfalls ein Alternativprodukt ausgewählt werden. Ein schwieriger Satz. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Oxytetrazyklin dürfen Sie auch als Augenmittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht anwenden. Für Augenmittel mit anderen Antibiotika gibt es über die Risiken einer Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit keine ausreichenden Erkenntnisse. Ohnehin enthalten alle Medikamente ein Glukokortikoid. Diese können auch nach Anwendung im Auge in den Blutkreislauf gelangen. Es ist nicht auszuschließen, dass dies Auswirkungen auf die Wachstumsentwicklung des Ungeborenen oder auf das zu stillende Kind hat. Sicherheitshalber sollten Sie diese Arzneimittel daher nicht oder allenfalls in niedriger Dosierung und über kurze Zeit anwenden. So, es geht weiter mit 3 Antibiotika, in Klammern Augen- und Ohrentropfen, Klammer zu. Und die sind rot bewertet, wenig geeignet bei bakteriellen Augeninfektionen. Es ist nicht ausreichend nachgewiesen, dass die Kombination aus verschiedenen Antibiotika der Anwendung einer Einzelsubstanz überlegen ist. Neomycin führt leicht zu Allergien. Und damit endet auch das Kapitel. Nicht das Kapitel, der Abschnitt im Kapitel Augen. Ganz wichtig. Das Kapitel heißt Augen und der Abschnitt heißt bakterielle Infektionen der Augen. Muss ich besser aufpassen.